Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 mit heute mit weiteren Anweisungen und einer zusätzlichen Agentenschlüsselkarte. Es ist Waschtag, wasche und trockne die Unterwäsche und vergiss nicht, es in deinem Kalender einzutragen. Van Löwe, Keller. Ich vermute mal, wir müssen bei dem Van Löwes die Waschmaschine untersuchen. Ah, jetzt gehen wir hier rein und gucken wir uns mal diese Zettel an, von denen, ich will die Namen auch mal erwähnen, ne, also. Deswegen gucken wir mal ganz kurz, True Darkness gesagt hat. Denn wer mir Informationen gibt, der sollte auch irgendwo dafür belohnt werden. Atomarer Abfall. So. Wir müssen zu dem Typen erstmal ins Zimmer gehen. Da waren, glaube ich, die ganzen Dinger. Oder war es im Keller? Ich weiß es gar nicht mehr. Kakerlake? Drei Erfahrungen, ey. Rein theoretisch machen wir mit der Pistole 150 Schaden. Oh nein. Oh. Okay, das Event können wir vergessen. Momentan jedenfalls. Ich weiß auch nicht, wie wir das mit dem Event machen. Ich war ja im normalen Modus und da hat keiner dieses Event gemacht. Aber es kann sein, dass das Event anspringt, sobald man hier dieses Haus betritt. Weil, nee, das ergibt keinen Sinn. Guck mal, da ist jemand gestorben. Hier sind Spieler auf dem Server. Aber keiner hat, glaube ich, jemanden getötet. Kann das sein? Wieso liegen denn hier überall Leichen verstreut? Es ergibt alles sowas von keinen Sinn. Der hat hier gerade wahrscheinlich die Quest beendet. Das heißt, irgendwas triggert die Quest. Ich weiß nur noch nicht was. Denn das letzte Mal war ja auch ein Spieler da. Das heißt, man kann die Quest triggern. Also das Event kann man triggern. Das heißt, wenn wir das nächste Mal dann, wenn wir bei dieser Quest angekommen sind, bei dem Event, dann können wir es eigenständig triggern, spielen im normalen Modus und hoffen, dass da jemand kommt und hilft. Ich weiß nicht, also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen umständlich, ständig die Skills raus und rein zu tun. Ach ja, hier war ja nix. Ach Junge, zieh dich weg mit dir. Was macht die Ratte überhaupt hier? Oh, ich hab mir ins Dimm reingezogen. Scheiße. Ah, das läuft mal wieder richtig gut. Rein theoretisch machen wir doch auch. Nee, die hat keinen Schalldämpfer, ne? Hm. Aber wir können zumindest den 2,5-fachen Schaden mit dieser Schwarzpulverpistole machen. Es ist ja auch eine Pistole und profitiert von dem Perk mit dem Extraschaden. Wir müssen uns aber höchstwahrscheinlich entscheiden, ob wir dann schwere Waffen hochskillen oder nicht. Oder vielleicht können wir auch alles machen, ich weiß es nicht. Das wird sich erst später entscheiden. Ne, hier war das nicht. Aber hier, das ist eine Eismaschine. Wo ist die Waschmaschine? Oh, Superkleber. Na gut, verwenden wir mal ganz kurz den hier. Oh, wir haben einen Gatling-Laser gefunden. Gib mir was Gutes. Kaliberverschluss. Hm. Ob ich da auch irgendwas draufsetzen kann? Schaden 11? Schlagschaden oder was? Feuerrate? Ich will eine 50er Schwarzpulverpistole. Komm schon. Ach, ich werde niemals irgendwelche Sachen dafür bekommen. Bekomme ich irgendwas noch? Nein?
Oh, Elektrisierung. Oh, super, für den Schlagstock. Also genau das, was ich brauche. Naja. Ah, hier sind die Waschmaschinen. Notiz von Mama. Shell, ich möchte nicht, dass bei unseren letzten gemeinsamen Tagen mein Gemotze, wie Calvin es ausdrückt, im Vordergrund steht. Also schreibe ich einige Dinge auf, die du dir später durchlesen kannst. Erinnerung, wasch deine Weißwäsche getrennt. Weißt du noch, als du mal deine roten Socken dazu getan hast? Das haben wir schon mal gelesen. General Atomics Trockner, Hitzestufe einstellen. Ach du Scheiße. Notizen. Es ist Waschtag. Wasche und trockne die Unterwäsche und vergiss nicht, es in deinem Kalender einzutragen. Unterwäsche. Hier ist der Kalender. Sieht aus, als wäre das so eine Art Safe. Feinwäsche. Feinwäsche, ne? Ich weiß nicht, wie man Unterwäsche wäscht. Ich wasche meine Unterwäsche nicht, ich trage sie immer. Wasch deine Weißwäsche getrennt. Unterwäsche waschen musst du daran denken, sie mit niedriger Hitze zu trocknen. Sie soll ja schließlich lange halten. Benutze den Kalender, um den Waschtag nicht zu vergessen. Und was am wichtigsten ist, denke daran, dass ich deinen Bruder und dich immer lieben werde. Niedrige Hitze. Ja, niedrige Hitze ist okay. Niedrige Hitze. Feinwäsche. Okay. Alles klar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wäre jetzt ein Tresor. Bauplattform. Roboter-Spezialbauplattform. Letzter Nutzer Calvin van Löwe. Unbekannt. Jemand anderes hat es genutzt. Bitte wählen Sie einen Vorgang. Plattform initialisieren. Plattform kann nicht erreicht werden. Statusberichte. Bericht Nummer 1. Bobib. Entsprechend dem topografischen Gutachten scheinen sich die vielversprechenden Gebiete im Westen der Stadt zu befinden. Also werde ich dort anfangen. Ich hoffe doch, die Arbeit wird wirklich schnell und diskret erledigt. Meine Schwester kommt am Sonntag zurück. Bobib ist also... Da, da, jemand wurde getötet. Ich bin Platz 2. Da, das ist der Beweis. Ich hatte recht. Man landet erst auf der Liste, wenn man jemanden getötet hat. Das heißt, dass ich Platz 2 bin, ist nicht so schlimm. Und der Server ist tatsächlich lebendig. Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Alles gut. Dann haben wir nichts falsch gemacht. Das heißt, der Typ hier, wie auch immer er hieß, Calvin, ist Bobib. Ich hoffe doch, die Arbeit wird wirklich schnell und diskret erledigt. Meine Schwester kommt am Sonntag zurück. Liebe Grüße, Black Sheep. PS, ich brauche noch die Unterlagen für den Laden, um keinen Verdacht zu erregen. Sollte der Verkauf abgeschlossen sein, bevor die Immobilienpreise in Lewisburg abstürzen. Schließlich bin ich sehr zuversichtlich, was unsere Sichtung angeht. Aber der war doch ziemlich am Arsch, der Typ. Der war doch geistig nicht mehr komplett fit. Hier hört er sich ziemlich fit an. Der gelieferte Aggressortron für Opferlamm lässt zu wünschen übrig. Ich kann ihn nicht mal am Laufen halten, geschweige denn irgendeine spezielle Anweisung einprogrammieren. Was wäre, wenn er auf halber Strecke den Geist aufgebe? Ich habe ein paar Spezifikationen ans HQ geschickt. Hoffentlich können sie liefern. Bericht Nummer 3. Das neue Modell ist fantastisch. Ich sollte lieber nicht fragen, wo wir das herhaben, was? Die Tarnfähigkeit
Fähigkeiten gehen weit über alles hinaus, was ich bis jetzt gesehen habe. Es ist perfekt. Danke dafür. Die ersten Sichtungen, die ich arrangiert habe, haben allerdings noch nicht viel öffentliches Interesse erregt. Bei meinen nächsten Versuchen muss ich wohl etwas aggressiver vorgehen. Das heißt, dieser Kelvin versucht, die Legende des Schipotron-Typen, ihr wisst, was ich meine, das Viechding ins Kiechens, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern neu zu entfachen. Verweis 1 von 2, Bericht Nummer 4. Dies ist die erste und letzte Warnung. Bericht Nummer 5. Ich verstehe, warum Hogwarts hier unzufrieden ist und bin mir der Kosten und Risiken durchaus bewusst. Mir ist auch klar, was passiert, wenn der Big Bad Wolf vor der Tür steht. Aber durch Drohungen wird das Ganze nicht schneller gehen. Die bisherigen Sichtungen waren einfach nicht authentisch genug. Ich habe eine Idee, aber das wird etwas Geduld erfordern. Das heißt, sie wollen vielleicht jemanden anlocken, der diese Kreatur sucht. Aber ist das nicht Kelvin? Black Sheep, Verweis 2 von 2. Ausputzer wurde beantragt. Zugewiesener Ausputzer, Big Bad Wolf. Agenten werden angewiesen, ihren Posten bis zur Ankunft des Ausputzers nicht zu verriegelt. Dieser Bericht kann erst geprüft werden, wenn die letzte Sitzung zur Verhaltensumprogrammierung geprüft wurde. Ja, prüfen. Sitzung 1, Aggressortron. Aktueller Nutzer Kelvin Löwe, Modell Aggressortron. Okay. Sitzung 4, Aufzeichnung verfügbar. Er hat ihn hier auf jeden Fall gebaut. Eigentumsurkunde für Taxidermien von Löwe, Levisburg. Mittels dieses Dokuments wird das Eigentumsrecht an der Immobilie und dem Wirtschaftsbetrieb Taxidermien von Löwe ansässig in Levisburg das Eigentum von dem... Meine Fresse, kannst du jemand anderen nerven? So, Ja, scheiß drauf. Eigentumsrechte wurden ihm übergeben. Fuchsfleisch, Fuchsleder. Das heißt, er wollte den hier bauen. Mit dem Fell von denen wahrscheinlich. Ja, hier, mit dem Skelett. Aber warum? Was soll denn der ganze Scheiß? Klär das mal auf, Junge. Passwort für die Bauplattform. Der Krypidenjäger. Ich wusste es, die haben einen Krypidenjäger versucht zu kriegen. Der Krypidenjäger, August 2077. Wir sind stolz, Ihnen eine ganz besondere Ausgabe unserer monatlichen Mitteilung präsentieren zu dürfen. Ein Interview mit Garrison Guy Fogarty, dem berühmten Autor und Feldforschungsspezialisten im Bereich der Krypiden. Mr. Fogarty hat sich Anfang der Woche mit mir getroffen, um über seine neueste Arbeit zu sprechen. Dabei hat sich eine spannende Frage ergeben, die Krypidenforschung in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Vermehren sich Krypiden? Könnte es sein, dass ein einzelnes Wesen Jahrzehnte überlebt? Jahrhunderte? Oder unterscheiden sich diese Kreaturen nicht von weniger außergewöhnlichen Exemplaren? Diese Frage ist für Mr. Fogarty seit seiner frühen Arbeit zum geheimnisvollen Mottenmann von ganz besonderem Interesse. Er fuhr fort, wenn sich die Kreaturen vermehren, müssen sie sich auch paaren oder nicht. Und Paarung ist mit Ritualen verbunden. Daraufhin sollte er mir erklären, wie dies unseren Ansatz als Jäger beeinflussen könnte. Dadurch ändert sich alles, Mrs. Park. Denken Sie mal darüber nach. Sporadische, aber gehäufige Sichtungen, Ihr konfuses Verhalten, Ihre Neigung, an bestimmten Orten zurückzukehren. Fast wie an einem Laichplatz.
Geist, Leidenschaft und Begeisterung waren ansteckend, doch ich bat ihn, die Hypothese noch einmal zusammenzufassen. Was, wenn der menschliche Kontakt mit Krypiden mit ihren Paarungszeiten zusammenfällt? Vielleicht könnten wir dieses Wissen als Methode zur Vorhersage ihrer Bewegungsmuster verwenden. Faszinierend. Dann fragte ich ihn, ob er Vorschläge zur Nutzung dieses Wissens hätte. Nachahmung, erwiderte er mit einem schrägen Grinsen, das Fans von Guy Fogerty nur allzu gut kennen dürften. Wenn wir etwas über ihre Rituale und Triebe lernen, vielleicht können wir sie dann herauslocken. Wir könnten dieses Verhalten nachahmen, um die richtigen Reize zu erzeugen. Also fragte ich ihn, ob er damit andeutete, dass wir versuchen sollten, Krypiden zu umwerben. Ich werfe ganz einfach nur die Frage der Nachahmung auf. Der Gedanke daran, welche Art diese sein könnte, lässt mich zwar erschaudern, aber ich ermuntere Sie, liebe Leser, dazu, die Möglichkeiten zu bedenken. Garrison Fogertys neues Buch Krypidische Krypiden, das Rätsel der Fortpflanzung, erscheint Anfang 2078. Wollen Sie jetzt diesen Typen jagen? Ergibt das Sinn? Ach ja, und es soll mitten aus dem Kontext gerissen. Ich habe gelesen, dass es auch Schaukästen geben soll, wo man dann seine Sachen ausstellen kann, was ich geil finde. Verhaltensprogrammierung. Kennen wir schon, ne? Plattform initialisieren. Kann ich initialisiert sein? Informationen. Na gut, hören wir uns mal das Zeug hier an. Verhaltens, hast du nicht gesehen. Wo soll denn das sein? Ich soll es mir doch anhören, oder nicht? VW. Genau hier müsste das sein. Wie höre ich mir den Schissel denn an? Da sind wieder keine Spieler hier. Ich frage mich, ob sich die Leute ausloggen. Hier wollte ich nicht hin. Holos? Ah, Holos. Okay, mal sehen. Das Skript beginnt auf Seite 25, also... Da haben wir's. Starte nun Verhaltensumprogrammierung von Modellnummer RX00 und so weiter. Ich, Calvin Benlow, stimme hiermit zu. Haftung, Tod, Schimmelung, bla 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 bla. Was für eine Zeitverschwendung. Okay. Hör zu, Mrs. Aggressotron. Ich werde deine Verhaltenssubroutinen erweitern. Zur Kenntnis genommen. Okay, dann füge ich mal hier die Daten ein. Funktioniert? Empfangen. Angepasste Verhaltensparameter. Sheep Squatch. Ausgezeichnet. Der nächste Teil könnte seltsam erscheinen. Und falls jemand zuhört, versichere ich, dass er notwendig ist. Fehler. Anfrage läuft Richtlinien zuwider. Meldung eingereicht. Halt, nein, das ist nicht wie... Das ist Natur, das ist... Warte! Administrationsüberbrückung! Empfangen. Überschreibungsanfrage. Bestätigung erforderlich. Ich bestätige. Bestätigt. Vorrangiges Verhalten wird durch übertragene Routine Sheep Squatch überschrieben. Führe Neustart durch. Halt, nein, nicht überschreiben, überbrücken. Die Erweiterung sollte nur... Was machst du? Halt, nein! Au! Nein, bitte nicht! Der Sheep Squats, der Sheep Squash, ich kann es nicht aussprechen, das Hammelfiech, das hat ihn doch umgebracht.
Faszinierende Erkenntnis. Gut. In einem Bericht von Charleston Herald wird eine seltsame und natürliche weiße Kreatur erwähnt, die in der Nähe der Thomas Farm gesichtet wurde. Ein Reporter der Zeitung ging der Sache nach. Als Bill Thomas, der einzige Bewohner der Farm, angesprochen wurde, verlangte er wütend, dass man ihn in Ruhe lässt und sagte, dass er sich nicht böse gemeint und nur in bester Absicht gehandelt hatte. Was bedeutet das? Er scheint sich einer Schuld bewusst zu sein, vielleicht in Verbindung mit einem Sheep Squatch. Sheep Squatch? Das wäre durchaus eine nähere Untersuchung wert. Krieg ich jetzt eine Quest? Ah, so meintest du das. Okay, dann können wir das jetzt machen. Vermisst, Wanderer in Monagah. Zuletzt gesehen im Wald südlich von Monagah. Information, Wanderer wurde tot aufgefunden. Wohin waren sie unterwegs? Polizei in Monagah leitet die Ermittlungen. Hier beginnen? Autopsien abgeschlossen. Kann ich die Berichte lesen? Vorfall wurde aus der Presse herausgehalten. Was verbergen Sie? Notizen. Im Umfeld von Monagah sind mehrere Wanderer als vermisst gemeldet worden. Dem Amt für Parks und Freizeitanlage zufolge hatte die Polizei von Monagah Ermittlungen aufgenommen. Es wurden keine weiteren Informationen veröffentlicht. Wanderer, die im Wald verschwinden? Es wird vermutet, dass der Sheep-Squatch ein starkes Territorialverhalten aufweist. Wenn ein paar Wanderer sich in sein Revier verirrt haben, könnten sie durchaus ein Ende als Sheep-Squatch-Mahlzeit gefunden haben. Okay, zwei neue Quests. Können wir das Let's Play noch weiter strecken? Super. Vermisst, Schülerin aus Clarksville. Zuletzt gesehen an Flüssen nahe Clarksville. Fakten. Die Mädchen sind minderjährig. Ihre Namen wurden nicht veröffentlicht. Wer sind sie? Die Polizei von Clarksville behandelt den Fall vertraulich. Und warum? Zuletzt gesehen, als sie am Fluss in den Wald gingen. Dort suchen. Anmerkung. Nahe Clarksville sind zwei junge Mädchen verschwunden. Sie hatten sich häufig in der Nähe des Flusses aufgehalten. Da diese Mädchen schon einmal als vermisst galten und wieder aufgetaucht waren, stellte die örtliche Polizei kein Rettungsteam bereit. Das ist vielleicht etwas zu weit hergeholt und gewiss kein Sheep Squatch, aber da fallen mir Kappas ein. Diese Wesen aus der japanischen Mythologie sind dafür bekannt, Kinder ins Wasser zu locken, wo sie dann ertrinken. Ich habe mir schon immer gedacht, dass sie sich in den Flüssen Appalachias wie zu Hause fühlen dürften. Vielleicht könnte dieser Fall als Beweis dienen. Also noch weiter hergeholt kann es ja wohl nicht sein. Vermisst, Janelle und Raymond Priblot. Zuletzt gesehen in Priblots Kuriositäten in Summerswell. Fakten. Janelle ist eine erfahrene Jägerin und Taxidermistin. Jagdausflug? Ach, Taxidermist ist irgendwas. Manchmal wünschte ich, ich hätte eine Alexa. Freunde, ich werde mir noch eine Alexa holen. Und dieses Mal, wenn ich Fragen habe, werde ich es nicht googeln, sondern ich werde Alexa fragen. Taxidermist. Der Mist. Präparator. Ach, deswegen die ganzen Köpfe. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich muss sagen, so eine Alexa ist echt eine gute Assistentin für Let's Plays. Vielleicht sollte ich mir echt eine holen. So. Deswegen Jagdausflug, okay. Raymond kümmert sich um das Tagesgeschäft im Laden. Dort anfangen. Raymonds Lieferwagen fehlt. Liefert gerade was aus? Die Priblos jagen ungewöhnliche Kreaturen. Welche? Janelle hat mehrere Jagdlager. Wo? Anmerkung. Die Priblos könnten bei einem ihrer Lager einer gefährlichen Kreatur begegnet sein. Wenn sie ihren Lieferwagen finden, sollten sie auf mögliche Raubtiere achten und sofort die Behörden verständigen. Haben sie sich letztens nicht nach der Bestie von Bakeley erkundigt oder heißt die Bokula? Wenn sie ihren Lieferwagen und ihr Lager gefunden haben, können die beiden nicht weit sein. So, war hier noch irgendwas? Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, schreib's mir auf. Ich gebe alles mit, was geht. Ich muss das Spiel zu 100% durchnehmen. Richtig durchnehmen. Na gut. Oh, ich bin Platz 3. Es gibt zwei Leute, die jemanden getötet haben. Ah. Also rein theoretisch könnte ich jederzeit einen jagen. Theoretisch. Wenn ich den Bock drauf hätte. Okay, du bist ziemlich nah dran, ne?
Tabruch hat jemanden wieder getötet. Nein, also ich mache das immer so, wenn einer bei mir in der Nähe ist, dann jage ich ihn, egal was für ein Level ist. Also sollte er Level 1 sein und irgendwie jemanden, keine Ahnung, angeschossen haben, der irgendwie ein HP hat und der ist gestorben, ja, dann muss der halt sterben. Ich bin hier das Gesetz, Freunde. So sieht's aus. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.